ich bin gespannt. Also TJ hat halt so einen eigenen Stil, da war ich nie so ein übertriebener Fan von. Aber das ist halt einfach nur dieses Geschmackssache-Ding, ne? Unabhängig jetzt davon, ob da die Lines vielleicht knallen. Wir gehen rein, TJ, was geht? Ich zieh dich in meinen Waffenladen, schlachte dich am Schlachterhaken. Boah, das ist aber sehr laut, oder? Boah, das ist irgendwie heftig, das geht voll in meine Fresse, okay. Er ist halt sehr, er hat halt so seinen eigenen Stil, ne? Den muss man mögen. Wir gehen nochmal rein. Ich zieh dich in meinen Waffenladen, schlachte dich am Schlachterhaken, leg dich neben deine Mom, dann gibt's Klos mit Kasslerbraten, dein Label, KBU. Ach, Kasslerbraten, Kassel, ne? Dich am Schlachterhaken, leg dich neben deine Mom, dann gibt's Klos mit Kasslerbraten, dein Label. KBU besteht aus Scheiße, Mist und Wackos, ey, was heißt das überhaupt? Keiner will uns Records pissen. Nice. Ja, deine Wackos, KBU. Keiner will uns Records. Nice. KBU besteht aus Scheiße, Mist und Wackos, ey, was heißt das überhaupt? Keiner will uns Records, bist nicht adelig, doch spielst im Hinterhof, im Schein von Teelicht, hier vor ein paar Männern, die Prinzenrolle bei so Kekswichsen, ey, ich hab ein Quiz, der Beat. Warte mal, was? Das hab ich gar nicht. Ja, der Beat ist gar nicht mein Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Ich sag ja immer, ich mag dieses Oldschoolige, das ist mir schon wieder zu heftig, aber Geschmackssache. Teelicht, hier vor ein paar Männern, die Prinzenrolle, warte. Records, bist nicht adelig, doch spielst im Hinterhof, im Schein von Teelicht, hier vor ein paar Männern, die Prinzenrolle bei so Kekswichsen, ey. Ah, okay. Adelig, Prinzen. Ah, okay, okay. Ja, er bringt auf jeden Fall die kreativeren Lines so. Jetzt so rein, so dieses lyrische Finesse-Ding. Da ist er schon wild unterwegs, Alter. Ich hab ein Quiz, der bietet lächelnd fröhlich Blowjobs an. Wie nennt man einen Kiko, der rechts ein Senfglas und links ein Brötchen hält? Hessens größter Hotdog-Stand, was willst du sagen? Sagen, dass du auf dem Arbeitslosenthron verschimmelst und ich als Doktor ran bald die Promotion beginne. Sag, dass ich im Badass manchmal rosa Leggings trage und darin so wacke Maden wie dich geplättet habe. Ich verpass dir. Ach, hat er den mal, das weiß ich gar nicht mehr. Ob die mal gebettelt haben, weiß ich nicht, aber anscheinend. Manchmal rosa Leggings trage und darin so wacke Maden wie dich geplättet habe. Ich. Obwohl, so wacke Maden wie dich, also vielleicht bezieht das eher auf andere. Magst du den Beat? Ja, ist nicht so meins, aber egal. Ich im Badass manchmal rosa Leggings trage und darin so wacke Maden wie dich geplättet habe. Ich verpass dir mit nem Schlag. Das Video ist halt auch nicht so mein Film, das dieses vorgespulte mäßige, aber gut, alles Geschmackssache. Sag den schicken Farbton, ich box dir das CC aus deinem Namen, dann bist du K.O. Farbton, wie er das betont. Dann hinter der Farbton, ich sag das INC aus deinem Namen, dann bist du K.O. Daumen hoch, deine Bitch frisst am Stück ein Bauernbrot, die Sau ist so fett und macht auf ihm und nennt sie Trauer. Kiko, warst du nicht bei mir und frisst am Stück ein Bauernbrot, die Sau ist so fett und macht auf ihm und nennt sie Trauer. Nice, die ist so fett und traurig oder Depri, was er gesagt hat, nennen sie Trauerklos. Ja, die Lines sind schon nice. Ist einfach vom Stil weniger meins, ne? Und Dasu gab's da noch, Alter. Deine Bitch frisst am Stück ein. Da kommt Dasu, jetzt hör auf. Bauernbrot, die Sau ist so fett und macht auf ihm und nennt sie Trauerklos. Kiko, warst du nicht bei mir und hast gesagt, dass du dich endlos fürchtest und ich dir Infos geben soll, die du verwenden würdest. Dass du doch nie so derbe Angst hattest zu verlieren. Du warst das Vorbild dir geboren, ich seh den Mut vor dir. Lass mal tanzen im Video einer Bitch. Pack du einen Hund in Clip, sonst kriegst du keine Klicks. Schade. Komm mal her, ich hab Tabasco, probier mal. Vielleicht kriegst du dann ja Herpes. Wie letztes Mal, wo du hier die warst. Comedy. Was ist denn da passiert? Wie Herpes, wie letztes Mal, wo du hier warst? Alter, was für Infos. Hat da so einfach mehrere Features hintereinander gedreht? Das sieht einfach aus wie das letzte Feature von neu. Kann sogar sein. Sieht ja jetzt auch nicht krass aufwendig aus, ne? Wahrscheinlich saß er einfach in seiner Bude rum. Komm mal her, ich hab Tabasco, probier mal. Vielleicht kriegst du dann ja Herpes, wie letztes Mal, wo du hier warst. Die Comedy, die Maßen, sie kochten, konnte mich vor Lachen nicht stoppen und habe dabei mit nem Löffel meine Katze erschossen. Witzig, ich hab ein Klo plus Toaster im Haus, ich schmeiß den Toaster ins Klo und hab ein Kloster erbaut. Achso, okay, ich schmeiß den Toaster ins Klo und hab ein Kloster erbaut. Junge. Knallt nicht, ja, das knallt natürlich nicht, aber man merkt, er hat Spaß, ne, an dem, am Schreiben einfach, irgendwelche Wordplays, irgendwie da, jetzt bin ich schon auf diesem Wordplay, zu viel Genius geguckt, ja, aber ey, er hat da Spaß, er lebt sich da kreativ aus, auch wenn das jetzt vielleicht zum Beispiel wieder eine Sache war, die hat jetzt nicht so geknallt, aber es ist, ja, da kann man auf jeden Fall öfter hören und findet hier und da wahrscheinlich immer mal wieder eine nette Line. Witzig. Ich hab ein Klo plus Toaster im Haus, ich schmeiß den Toaster ins Klo und hab ein Kloster erbaut. Ich bring's und geb's dir ordentlich, wie die besten Paketdienste. Hier brauchst du mehr als 20 Hektar an Kleewiese. Wenn ich dir nen Tritt mit Wucht durchs Face schiebe, nennt man deinen hässlichen Gesichtsausdruck dann Tretmine, du.
Ja, ist auf jeden Fall was in der. Das ist halt die Sache, ne? Worauf steht man mehr? So dieses weniger Wortspiele. Okay, Kiko hatte da auch so ein paar kleine Dinger drin. Halt mehr so dieses so. Diese Attitüde, die da irgendwie mit reingeht, ne? So von wegen so, wer bist du, Alter? Und das halt irgendwie nice verpackt. Oder mehr auf dieses, ey, da ist jemand voll kreativ irgendwie am Rumschreibseln. Ich meine sozusagen. Ich trete dir ins Gesicht und nenn's Tretmine. Ich finde jetzt nicht, dass es der krasseste Punch ist, aber es ist natürlich, ja, es ist natürlich lyrisch cool gemacht. So, ne? Das ist halt vielleicht auch wieder so eine Geschmackssache. Du fährst mit am Standard-Rap, schnell wie ein paar Lumberjacks. Mein Schädel ist ein fettes Waffendepot. Schreibst auf muss sagen, kann mit beiden was anfangen, aber TJ verliert sich für mich zu doll in Wortspielen. Ja, wenn man darauf steht, so, ich glaube, Julia mochte das auch sehr gerne, ne? Ist halt echt eine Geschmackssache. Jetzt rein vom Stil ist Kiko halt mehr mein Ding, aber das ist auch, ne? Hat auch was Eigenes. Am Standard-Rap, schnell wie ein paar Lumberjacks. Mein Schädel ist ein fettes Waffendepot. Schreibst auf Facebook echt was Krasses. Sei's der beste Rapper Kassel. Stimmt doch, ist kein Wunder, denn der Rest hat Kassel-Verbot. Komm mir nicht mit Krass. Stimmt, dieses Kassel-Verbot-Ding war ja auch lange ein Thema. Flown, wenn ich auf Hammerbeats die Flows zerlege. Flowst du unterirdisch Shit wie Kanalisationssysteme. Flowst du unterirdisch Shit wie Kanalisations. Krass. Also vor allem der Reim dabei noch. Flown, wenn ich auf Hammerbeats die Flows zerlege. Hammerbeats mit Flows zerlege, Kanalisationssysteme. Also, reimmäßig kann man nicht viel meckern, oder? Flows du unterirdisch Shit wie Kanalisationssysteme um. Weil diese Spielchen durch TJ zu fliegen, brauchst du die hier nicht wie gegen Weekend den Flieger zu mieten. Ah ja, stimmt. Ja, die Runde im VBT Splash. Ja. Hallo, der ist 3 plus? Nee. Dennis. Doch. Hallo, DJ. Hey. Skype, Digga. Was machst du jetzt? Ach so, geht der Feature-Part los. Wusste ich gar nicht mehr. Hallo, DJ. Hey. Was machst du jetzt? Ich will zweimal wetten. Einmal für jene von deinen Geheimratsecken. Du stehst mit Mütze in deinem Videoclip. Wieso? Weil du kaum noch Haare hast. Kiko Shit. Ey, jetzt hört doch mal auf hier. Das finde ich. Nee. Hört mal auf jetzt hier, keine Haarausfall-Lines bitte, nicht in meiner Gegenwart. VBT, bist du kleiner Lauch nicht damit zufrieden? Oder einfach nur so heiß da drauf einen Arschtritt zu kriegen? Denn dann kriegst du Mist, dann ist deine Bilanz 5 Turniere, ein Gewinn gegen 4E, Kiko Shit. Okay, das ist anscheinend kein, damit sollte man sich nicht brüsten anscheinend, ne, gegen 4E zu gewinnen. Ja, das ist halt krass eine Geschmacksfrage irgendwie, ne. So, wenn es jetzt um diese Wortspiele und Spielereien im Text geht, so, da war TJ schon gut dabei, auch Reime sind krass gewesen. Ja, mir gefällt halt die Attitüde, der Stil, die Art vom Beat auch und Flow. Ja, gefällt mir Kiko mehr.